So oder so ähnlich stellen sich wohl die meisten Erlebnispädagogik vor. Man ist an der frischen Luft, hat viel Platz und vor allem eines: Zeit. Zeit für die Übung, Zeit für Reflexion. Doch was, wenn dieser wichtige Faktor beschnitten wird? Diese Frage stellen das Evangelische Jugendwerk in Württemberg und der CVJM Deutschland auf ihrer zweiten bundesweiten Fachtagung für Erlebnispädagogik im christlichen Kontext. Henrik Struve koordiniert die Veranstaltung. Ich finde es genial, dass hier 150 Leute aus ganz Deutschland zusammenkommen, aus ganz unterschiedlichen Settings und hier neue Methoden und Übungen der Erlebnispädagogik in zeitbegrenzten Räumen austesten. Damit neben dem Ausprobieren die Theorie nicht zu kurz kommt, gibt es Vorträge von den erfahrenen Pädagogen Gerhard Hess, Emeritus der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, und Werner Michel, Professor an der Universität Luxemburg. Die Tagungsteilnehmer diskutieren ausführlich mit den Experten. Die angesprochenen Themen sind vielfältig, genau wie die Erwartungen an die Veranstaltung. Ich bin kompletter Quereinsteiger, habe in Kassel die Weiterbildung gemacht zur Erlebnispädagogin und nehme das jetzt als gute Möglichkeit, da noch Dinge zu vertiefen oder auszubauen. Ich erwarte mir einfach neue Impulse von der Vielfalt der Teilnehmenden in den Gesprächen. Ich freue mich vor allem auf Connections, Netzwerk im Sinne von viele Kollegen, Leute in ähnlicher Situation, Austausch und natürlich das ganze Flair mitnehmen. Ende Februar diesen Jahres ist ein Praxisband zum Thema der Fachtagung erschienen. Jörg Wiedmeier, Jugendreferent und Erlebnispädagoge, erzählt mit seinen Herausgeberkollegen, wie das Buch entstanden ist. Zu dem Buchprojekt Sinn gesucht, Gott erfahren, Band 3, ist es folgendermaßen gekommen. Wir hatten 2014 eine erste Fachtagung hier in Bernhäuser Forst zu dem Thema Erlebnispädagogik im christlichen Kontext. Und diese Fachtagung hat gezeigt, dass Bedarf da ist an Übungen zu diesem Thema, vor allem auch in zeitbegrenzten Räumen. Die zweite Fachtagung bringt jetzt eben die Trainer, Pfarrer, interessierte Leute zusammen, um dieses Thema zu diskutieren, zu fragen, wie machen das andere? Gibt es schon Erfahrungen? Gibt es schon Lösungen dazu? Oder gibt es einfach nur viele oder viel mehr Fragestellungen? Und wenn ja, wie reagiert man da drauf? Als Herausgeber war ich sowohl beim Buch mit involviert, als auch im Planungsteam der Vorbereitung der Fachtagung. Mich freut es, dass das zusammenpasst, dass es nicht zwei Bereiche sind, die wir jetzt irgendwie mit dem Hammer zusammenschieben, sondern dass es harmonisch ist, dass wir merken, das, was im Buch geschrieben ist, hat was mit der Fachtagung zu tun. In den Workshop-Phasen geht es dann ans Ausprobieren. Drinnen und draußen mit wenig Aufwand sich und die Gemeinschaft erleben. Ist das die Zukunft von Erlebnispädagogik? Welches Fazit ziehen die Teilnehmer? Ich nehme von der Fachtagung mit, dass in zeitlich begrenzten Räumen Erlebnispädagogik möglich ist, aber es trotzdem wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, dass ich Erlebnisse und Erfahrungen machen kann. In der Schule wird ganz oft Erlebnispädagogik betrieben, aber eben als Spiel. Und das ist dann auch mit Kindern und Jugendlichen nicht immer ganz einfach. Aber letztendlich, wir als Erlebnispädagogen müssen sagen, hey, wir machen das nicht nur aus Spaß, sondern wir wollen wirklich was erreichen damit. Von den Beiträgen her, von den Herren Professoren, super, also sehr lebendig. Ich glaube, ich nehme auch einiges mit, ja. Wenn es nach den Veranstaltern ginge, dürfte sich die Geschichte wohl gern wiederholen. Sie wünschen sich, dass auch ihre zweite Fachtagung einen Stein ins Rollen bringt.